Ja, hallo, meine lieben Zuschauer hier bei Sinoobs Kanal. Ich bin der Tenchi und wir spielen heute weiter Factorio. Wir haben letztens angefangen mit dem super großen Megaprojekt. Wir sind zurückgelaufen, um die Alien-Artefakte hier reinzuschmeißen, damit die produziert werden, damit wir noch ein bisschen forschen können. Und ich bin gerade am Überlegen, ob ich noch irgendwas mitnehmen muss. Kurven können wir basteln? Nein. Ich glaube, da machen wir uns gleich wieder auf den Weg. Gleich nach oben und dann werden wir gleich schnell weiterbauen, denn dieses Vorhaben dauert natürlich so seine Zeit, wenn man die ganze Zeit das ganz schnell bauen muss, ne? Logischerweise, also die ganze Zeit diese Strecken bauen muss, das kann natürlich ein bisschen dauern. Deswegen geradeaus weiterfahren. So. Und wir wollten nach rechts abbiegen diesmal. Und ja, sind ja schon doch weitergekommen, als ich dachte. Ach ja, hier oben waren wir jetzt. Und jetzt war die Frage, glaube ich. Als erstes werde ich jetzt mal den Zug so hinschmellen. Für den Fall, dass wir weglaufen müssen. Dann schauen wir mal. Ich werde das jetzt ein bisschen klüger angehen. Ich schaue, glaube ich, vorher, wo ich hinlaufe oder wo ich hinfahre. Und dann klappt das auch. Ja, hier sind halt überall jetzt die neueren... Was ist das? Sieht immer so auch komisch aus. Wie so ein komischer Baum. Ja, das sind jetzt die neueren Dörfer, die jetzt angelegt wurden, jetzt durch das neue Muster. Und wow, wie es aussieht, ist das hier ganz schön gefährliches Gebiet. Oh ja, das wird ja mal gefährlicher. Eieiei. Ach, wo waren wir denn da am blödsten lang? Da müsste ich ja hier alles ausrotten, aber gerade hier ist es recht schwierig, die alle auszurotten. Deswegen, vielleicht fahren wir hier eine richtige Kurve und fahren komplett nach rechts. Und hängt ihr so hier rechts lang, dann hier hoch. Hier lang vielleicht. Wir müssen dann ja auch schauen, wo wir denn unsere Fabrik dann hinbauen. Also hier scheint es noch ganz in Ordnung zu sein. Wird echt schwierig, hier überall lang zu kommen. Ich mache mir mal kurz ein paar Markierungen. Also hier würde ich dann gerne lang fahren. So. Dann hier halt so schräg. Irgendwie. Und jetzt ist mir... Und jetzt habe ich keine Ahnung mehr, wo ich bin. Jetzt habe ich ein Problem. Wo bin ich? Wo ist mein Zug? Oh, oh. Ist der hier hinten? Ach du Scheiße, wo ist der Zug? Ach, da ist der Zug. Huh. Da würde ich sagen, nochmal Schwein gehabt. Jetzt ist es natürlich schwierig herauszufinden, wo denn wann denn überhaupt jetzt hier die Bösewichte kommen. Also Bösewichte in Anführungsstrichen. Weil so böse sind ja die Aliens eigentlich nicht. Die wollen ja auch nur leben. Und da kommen sie auch schon. Ach du Scheiße. Ach du, nein, nein, nicht mit der Raketenwerfer, mit dem Maschinengewehr. Oh, 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 oh. Nein, mein Zug. Ah, gib Gas. Nein, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht. Mein Zug. Ah, er ist kaputt. Ah, verdammt. Tja, das war's mit dem Zug. Oh, oh, das war eine schlechte Idee. Das war eine ganz schlechte. Oh, Schwein gehabt, dass ich da wieder rausgekommen bin. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, wie viel sind denn das? Ach du Scheiße. Oh mein Gott, das hört gar nicht mehr auf. Aber ob das so eine gute Idee war mit den Fabriken und sowas. Ach du Heiland. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber ganz ehrlich, das ist ja abartig. Das ist ja abartig. Und da kommen ja immer mehr. Das hört ja gar nicht auf. Das müsste doch bald mal aufhören. Oh mein Gott. Kommen denn da jedes Mal so viele? Das habe ich noch nie mitbekommen, dass so viele da kommen. Aber das ist ja auch krass, dass da oben überhaupt so viele Alien-Gebäude stehen. Das finde ich irgendwie ein bisschen doof, weil ich ja da eigentlich mal langfahren möchte gerne. Da müsste ich tatsächlich dann da überall Lasertürme hinbauen, damit die Züge da auch normal durchkommen. Oh Mann, das muss doch bald mal aufhören jetzt hier. Oh Mann, das war ja... Das war krass jetzt. Das war echt krass. Wow. Ja, aber ich habe da oben auch nirgendwo Kohle oder irgendwas gesehen. Also, So, dann bauen wir einfach weiter.
Okay, ich wollte da lang. Kann ich das mit einer Kurve lösen? Obwohl, das ist so eine schräge Kurve. Das wird nicht so leicht werden. Aber vielleicht schaffe ich es hin. Aber, ey, das war ja wow. Boah, was für eine Abartigkeit das jetzt schon wieder war. Das war richtig abartig. Eigentlich könnte ich doch auch hier abbauen. Geradeaus weitergehen. Aber diese ganzen kleinen Ministädte, da, die machen mir dann schon ein bisschen Angst hier überall. Und ich möchte ja dann irgendwo noch Kohlefelder finden, wo ich die ich dann zu meinem Kohlekraftwerk dann auch führen kann. Also, da muss ich dann tatsächlich mal schauen, ob das auch wirklich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Na, dann müssen wir mal gucken dann. So. Ja, ob ich hier so lang komme, ohne dass die auf mich aufmerksam werden. Ich meine, den da, den kriege ich noch so kaputt. Ja, die Artefakte da. Na gut, die hole ich mir noch. So, okay. Dann schauen wir mal, wie es jetzt weitergehen soll. Aber wir haben auch ein schönes Eisenvorkommen. Aber ich finde es teilweise jetzt doch schon ein bisschen übertrieben, was hier für Städte sind. Das ist ja nicht schön. Wann habe ich denn jetzt überhaupt noch eine Eisenbahn einstecken? Ich glaube, ich komme gar nicht mehr zurück. Ah, hier ist es so schön. Oh. Schön generiert auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. Aber es ist halt nicht so mein Fall. Da biege ich doch lieber ab. So. Da muss ich halt schauen. Aber hier ist so viel Platz für eine schöne... Aber hier, das hat man wirklich richtig große Biome. Also das gefällt mir eigentlich schon. Oh, da ist Kohle. Oh, hier sind ja so viele Alien-Dörfer. Das ist ja abartig. Oh, hier ist so viel Platz. Hier ist Haufen Kupfer. Ja, ein Haufen Kohle jetzt nicht direkt, aber Kupfer ist auf jeden Fall ein Haufen da. Wow. Also es gefällt mir schon irgendwie, dass jetzt alles so groß ist und so breitflächig. Nur, dass wir überall diese fiesen Türme sind, das ist dann schon schwieriger. Aber wir werden das schon irgendwie lösen. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich hier irgendwo anfange, das Zeug zu bauen. Ich möchte jetzt aber gerne Lasertürme hinbauen, da bräuchte ich jetzt aber noch Strom. Und das dürfte, glaube ich, ein bisschen problematisch werden mit dem Strom. Aber ich glaube, ich könnte Strom... Oh, nein, es geht schon wieder los! Scheiße! Nein! Ach du Scheiße! Oh mein Gott, die kommen von überall! Oh mein Gott! Oh mein Gott, die kommen hier von jeder einzelnen Stadt! Ach du Scheiße! Oh mein Gott! Das ist ja Wahnsinn! Oh mein Gott, ich wollte gerade mit dem Zug wegfahren. Das werde ich jetzt nicht mehr schaffen, da den Zug hinzubauen. Ich hoffe, jetzt kommen keine Aliens von vorne, das wäre auch... Wie viele das sind! Wie viele das sind! Ah, so abartig. Ich habe euch doch nichts getan. Oh mein Gott. Ich glaube, die haben echt was dagegen, dass wir hier rumfahren. Aber da oben wäre es, glaube ich, eine ganz gute Startposition. Wir müssen halt nur... Ja, Strom hochbekommen. Jetzt ist halt die Frage, ob ich jetzt tatsächlich überall Strom verlege. Ja, sagen wir mal so, wenn ich im Zug sitze und dann immer diese Strommasten hinsetze, dann dürfte es schon funktionieren mit dem Strom. Da müssen wir mal gucken. Ich hoffe, jetzt wird ja nichts angegriffen. Zum Beispiel die Bahn vielleicht. Das wäre schlecht, wenn jetzt hier die Bahn angegriffen wird. Ich fange schon mal an, ein bisschen selbst welche zu erschießen, weil ich weiß nicht, ob die Lasertürme das dann alles schaffen. Ich hoffe, dass jetzt hier nicht eine Eisenbahn oder so angegriffen wurde. Hier fährt ja immerhin irgendwie immer eine rum. Und bei der Masse ist das schon krass. So, begrüßt meine Lasertürme, ihr Schweine. So, was sagen uns meine Akkus? Boah, ist das abartig. Ja, die Akkus haben noch genug Energie anscheinend drin. Also die werden auch so gar nicht so schnell leer. Und das passt also noch
ja, mit der Begrüßung, ja, noch passt es. Also schon krass, was da kommt. Wow. Ja, es ist wieder mal nicht viel passiert bis jetzt. Das ist ja echt, ja, fantastisch ist das. So, ich schau mal, ob ich vielleicht stromtechnisch die großen Teile nehmen kann. Da brauche ich Kupferplatten und Stahlplatten. Da bauen wir jetzt mal einige davon, damit wir den Strom mit nach oben verlegen können. So, das heißt, ich brauche jetzt aber noch... Was brauche ich denn? Ach, Kupferplatten. Stahlplatten eigentlich weniger, aber ich nehme trotzdem... Oh. Wo sind die ganzen Stahlplatten hin? Werden denn überhaupt noch Stahlplatten produziert? Hier, doch, wird noch was verbrannt, wie es aussieht. Ja. Ah, es sind halt bloß zwei Öfen, die brauchen natürlich ihre Zeit. Okay, das ist jetzt, ja... Ist jetzt nicht so schlimm. Nehmen wir uns jetzt noch ein bisschen Kupferplatten mit. Ja, und ein bisschen Eisen. Und dann schauen wir mal, dass ich noch mehr hinbauen kann. Oh, Forschung fertig. Raketenfeuergeschwindigkeit werde ich noch ein bisschen erhöhen. Und ja, jetzt habe ich mal meine paar Strommasten hier. Und die werde ich dann halt hinbauen, während ich nach oben fahre. Das müsste ja eigentlich funktionieren. So, ich fahre jetzt hier hoch. Dann schaue ich mal, wo ich anfange damit. Okay, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, dass hier noch einer ist. Jetzt bin ich natürlich falsch abgebogen. Auch ärgerlich. So, bitte einmal nach oben. Hier ist ja noch Strom. Hier ist auch Strom. Da müsste ich eigentlich hier... Ah, da müsste ich hier eigentlich aussteigen. Und dann müsste ich eigentlich, während ich hier fahre... Oh, es geht ja verdammt weit. Okay. Den Strom sozusagen mitnehmen können. Na. Ich kann ihn nur leider nicht abbauen. Das ist wieder doof. Im Zug abbauen geht nicht. So, dann werden wir das jetzt dann hier hinstellen. Auf die Seite. Na. Es geht auf jeden Fall schneller, als wenn ich jetzt hier die Haufen kleine bauen würde. So. Weil ich brauche ja eindeutigen Schutz da oben. Ich hoffe, dass diese Strommasten nicht angegriffen werden dann später mal. Das wäre nicht so schön. In irgendeinem Update dann, wenn dann die Strommasten angegriffen werden würden, das wäre ja, katastrophal wäre das. So, und hier noch eins hin. Ja, 12 Stück habe ich ja noch. Ja, immer den Tod vor Augen. Weil ich weiß ja, dass die hier überall wohnen. Diese Viecher. Da sieht man schon wieder welche. Die wohnen ja einfach. Das gibt's gar nicht. Schlimm. Ja, heute habe ich mal anscheinend nicht so viel zu erzählen. Ich bin noch ein bisschen konzentriert hier mit dem Bauen. Finde ich selbst sehr überraschend, dass es solche Momente geben kann. Aber anscheinend gibt es sie. Aber wir sind doch schon recht weit nach vorne gekommen mit dem Bauen. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, dann müssen wir mal schauen, ob wir tatsächlich am Rande der Schienen, der Gleise auch Lasertürme platzieren. Aber ich dachte eigentlich eher weniger, dass ich das mache. Gut. Dann haben wir es geschafft. Wir sind angekommen. Würde ich direkt mal sagen, hier so. Dann baue ich hier mal die ersten Lasertürme hin. So, für den ersten Schutz. Wir haben natürlich nicht viel Platz, wie es aussieht. Aber dafür habe ich ja noch sowas hier. Dann bauen wir die mal ganz cool hier hin. Ich bin zu weit weg. So. Muss man schon sagen. Hat doch was. Hat was. Ja. Gut, dann haben wir jetzt alle Lasertürme verbaut. Und das sollte uns erstmal eine ganze Weile schützen. Und wir müssen mal schauen, wie wir dann hier oben irgendwann wegkriegen. Ja, das sind so viele auf einen Haufen. Ich frage mich, wie die sich das vorgestellt haben, wie wir das jetzt beenden sollen. Soll ich da, gibt es eine bessere Rüstung, die ich vielleicht basteln kann irgendwie? Das habe ich bloß noch nicht mitbekommen. Es gibt, glaube ich, nur die schwere Rüstung. Es gibt nur die schwere.
Radar. Was macht eigentlich der Radar? Das habe ich immer noch nicht rausgefunden. Gut, dann würde ich sagen, ist das hier schon mal. Dann baue ich die Fabrik einfach nach unten sozusagen. Genau, ich baue die nach unten. Und dann kann ich jetzt hier nämlich. Ich habe keine Gleise mehr. Wow. Ich habe tatsächlich alle Gleise verbraucht. Wow. Okay, Haltestellen waren immer rechte Seite. Eine Haltestelle habe ich noch. Die setze ich dann einfach mal hier hin. Rechte Seite. Also der vom Zug aus die rechte Seite. So, dann bleibt er nämlich dann hier stehen. Und ja. Sehr schön. Hätten wir wenigstens schon mal einen Zug. Der hält dann irgendwann da vorne an. Tschutschuk. Und dann genau hier bleibt er an. Und hier ist dann irgendwann ein Anhänger dran. Und der wird dann entladen. Ich mache das jetzt mal alles ganz einfach. Habe ich noch welche, irgendwelche Einfüger dabei? Habe ich nicht. Natürlich, wir haben aber auch tatsächlich so gut wie keine Rohstoffe mehr dabei. Auch nicht so schön. Das muss ich zugeben. Naja, den Einfüger nehmen wir hier irgendwie. Das geht dann hier halt irgendwann. Na, klasse. Das geht dann hier raus, sage ich einfach mal. In eine Kiste. Momentan wird es noch eine Holzkiste sein, denn ich habe gerade noch eine Holzkiste einstecken. Und das ist ja der einzige Grund, warum es eine Holzkiste sein wird. Ja, Strom wird es jetzt erstmal nicht geben. Ich habe zum Glück noch ein paar Lampen. Das ist eigentlich eine gar nicht so schlechte Idee. Die eine werde ich dann noch hier irgendwo hinsetzen. Ich komme bloß hier nicht lang. Und zwar da. Und die andere. Oh, hier fühlt man sich total verlassen und einsam. Es ist schon sehr bedrohlich hier, die Ecke. Muss ich schon zugeben. So. Ich finde ich schon recht bedrohlich, die Ecke. Hier, man, das Einzige, was wir sehen, ist das hier. Und die paar Lasertürme müssen uns beschützen. Das wird schon ziemlich hardcore. Dann würde ich hier. Ne, oh, da fängt es auch schon an. Ja, das wird schon hinhauen. Was ich dann vorhabe, ist dann halt so eine Art kleine Fabrik zu bauen. Also auch mit Mauern ringsherum. Und natürlich dann mit Lasertürmen. Damit das alles auch schön beschützt ist. Ja, wir sind auch gut beschützt. Dann sage ich jetzt mal, gucke ich mal, was braucht denn die Kokerei? Davon bräuchte ich ja eigentlich, kommt ja dann richtige Kohle ran. Also brauche ich eigentlich nur eine Kokerei, wenn ich mich nicht irre. Ich kaufe jetzt mal. Ah, ich habe sogar noch welche einstecken. Mal testweise anklicken. Warum ist denn hier so ein Fragezeichen? Ah. Okay. Daraus kann ich. Ja, also hier. Asche, Holzkohle und Koks. Genau, mit Koks brauche ich bloß normale Kohle. Genau. Hier wird ausgeladen. Und zwar in diese Kiste. Das ist dann nur eine Kiste. Wie habe ich mir das ungefähr vorgestellt? Ich weiß es gar nicht. Ja, es ist die beste Voraussetzung, würde ich sagen, wenn man das nicht weiß. Ah, ich habe auch gar kein Material da. Vielleicht fahre ich doch noch mal ganz schnell in die Base, um Material zu holen. Ja. Aber an sich schon ganz cool. Also es ist auch relativ weit weg von unserer Hauptbasis. Das finde ich ja sowieso sehr, sehr cool. So muss das sein. Richtig schön weit weg. So abbiegen. Falsche Richtung abgebogen. Ach, wie ich es hasse. Ja. Ich habe es eben drauf. Wieso auch immer. Ich dachte eigentlich nach. Naja, gut. Falsch abgebogen. Kann man nichts ändern. So. Was brauche ich denn? Ich bräuchte wahrscheinlich einen Haufen Kupferzeug. Das ist, glaube ich, das, was fehlt. Eisenplatten fehlen wahrscheinlich nicht. Ja, elektronische Schaltkreise fehlen. Dementsprechend fehlen Kupferplatten. Ja, müssen wir uns darum kümmern. Kommt denn noch genug Kupfer rein? Ja, eigentlich schon. Es wird doch verdammt viel Kupfer verbraucht. Für was denn? Was wird denn hier permanent hergestellt? Ach, stimmt ja, wir forschen ja wieder. Ja, das ist ja kein Wunder, dass hier Sachen ja nicht fehlen, aber dass dann das Kupfer auch gebraucht wird, logischerweise. Das ist, ach, stimmt ja, ich habe ja hier eigentlich eine. Okay. Gut, Kupfer, 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 Kupfer. Was brauchen wir denn noch außer Kupfer? Eigentlich fehlt nur Kupfer, so wie es aussieht. Und deswegen werde ich mir noch ein bisschen was holen. Hier noch, da. Alles meins, 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 meins. Habe ich hier alles gebaut, alles per Hand. Meine eigenen Hände habe ich dafür verschmutzig gemacht. Jetzt habe ich natürlich Roboter und alles, aber damals musste ich das alles per Hand machen.
So, Eisenplatten habe ich auch genug für ein paar Fließbänder. Wobei das alles, glaube ich, überhaupt nicht reicht. Unten hat man, glaube ich, noch hier so Zeug reingeschmissen. Wie Steine. Ja, Holz natürlich auch nicht schlecht. Kann man auch mal gebrauchen. War mindestens ein Stack. Die Eisenrüstung ist Schwachsinn. Kupfererz brauche ich auch nicht. Ich bräuchte ein bisschen Steine. Für die Mauern später, wenn ich denn mal Mauern baue. Kann ja durchaus sein. Hol ich mir noch ein paar Steine. Hier sind ja ein paar Steine. Ach. Hole ich direkt von der Quelle. Warum auch nicht. So. So, Steine kann man immer gut gebrauchen. So, Holz habe ich, Steine habe ich. Ich habe ein bisschen Kupferplatten, obwohl es auch mehr sein könnten. Aber naja, das passt schon. Dann fahre ich mal wieder nach oben. Und dann schauen wir mal, wie wir es weitermachen. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Ich glaube, ich weiß auch nicht, ob ich an so einem Zug überhaupt zwei Anhänger dranhängen möchte oder eher ein Anhänger. Ich glaube, ein Anhänger würde tatsächlich sogar reichen, weil in einen Anhänger passt ja echt total viel rein. So, das wird auf jeden Fall hier ausgeladen und dann wird das hier sozusagen weiterverarbeitet. Und dafür würde ich dann drei Knickarme nehmen. Ich mache erstmal nur normale. Die Fließbänder tausche ich mal hier aus, so. So ganz normale drei Stück, die das dann sozusagen so hier entladen. Dann hätten wir hier ein Fließband, hier ein Fließband und hier eins. Nur, dass wir das dann hier zusammenfließen lassen. Und dann dadurch haben wir dann, gehe ich von aus, dass das reicht, dass wir dann Dings machen können. Dingsbums da, ihr wisst schon. Ja, Dingsbums. wir testen das einfach mal. Wir schmeißen jetzt hier mal kurz Kupfererz rein. Ja, ich wollte eigentlich ein doppeltes Fließband machen, aber anscheinend wird das so nicht funktionieren, weil das Teil hier alles... Na gut, dann machen wir es einfach so. Das muss ja dann auch reichen. Aber so hätten wir dann ein doppeltes, dickeres Fließband und nicht nur ein einfaches Fließband. Und das finde ich an sich ja schon anstrebenswert. Ich baue das mal sogar so hier. Kommen die Aliens schon wieder? Das gibt es doch gar nicht. Wow. Waren sie aber ganz schön nah. So. So. Ja, ja, die interessieren uns gerade nicht so. Sag mal, sind hier oben... Oh, ich dachte, hier sind schon Lasertürme weg. Kann das sein? Das wäre ja echt krass. Nein, ich glaube nicht. Nein, die sind alle noch da. Die sind nur komisch gedreht. Ich dachte schon, das wäre es jetzt gewesen. So, jetzt schaue ich mal an. Die werden natürlich dann später noch durch schnelle Knickarme ersetzt. Aber auf jeden Fall haben wir dann ein doppeltes Fließband. Und das finde ich schon mal sehr schön. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir das mit der Kokerei machen. Wie viele vor allem. Ich habe jetzt vier Stück. Wir könnten jetzt ein längliches machen, so nach unten. Oder wir machen... Ach, ich glaube, so ein längliches nach unten wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wenn ich jetzt mal so sagen würde, so. Hier wird rausgegriffen und bei dem anderen wird auch rausgegriffen. Also an sich ist es ja relativ egal, wie die Kokerei aussieht. Wegen Effizienz und so, ja, brauchen wir uns ja eh keine Gedanken machen. So, ziehen die raus und stecken das dann sozusagen... geht das dann überhaupt so? Müssten wir, glaube ich, tatsächlich mal ausprobieren. Aber es sollte funktionieren. Ich werde jetzt noch hier einen Knicker machen. Habe ich denn zufällig Kohle dabei? Natürlich nicht. Da muss ich warten, bis Tag ist. Dann kann ich das dann tatsächlich mal richtig testen. Ich wollte jetzt eigentlich keinen Knickarm machen. Ich wollte eigentlich ein paar Kabel machen. Kabel. Die sind, glaube ich, wichtig. So. Auf jeden Fall wird das dann hier noch ein bisschen länger werden. Aber es ist natürlich doch ein bisschen uneffektiv. Kann man die denn eigentlich nicht auch drehen? Ja, ich glaube, das konnte man ja nicht in dem Mod. Von daher ist das nicht machbar. Vielleicht sollte ich es tatsächlich andersrum machen. Also wegen platztechnisch, ne? Weil sonst geht das hier tief nach unten, obwohl dann ist es halt eine große Fabrik, die nach unten geht. Ja, viel cooler, wenn man die jetzt drehen könnte, aber das geht ja nicht. Also man kann sie zwar drehen, aber dann haben die... Kann man die nicht... Tja, ich glaube, ja.
Es hat eine gute Frage, wie ich es mache. Ob ich es nun tatsächlich links oder rechts mache oder tatsächlich so nach unten. Ah, ich glaube, ich warte jetzt einfach nach unten und dann ist die Sache gegessen. Fertig. So einfach geht das. So einfach geht das. So. Machen wir mal zwei Stück hin. Ja, da kam ein Schluck auf. Und dann muss das Zeug natürlich auch hinten wieder rauskommen. Ganz wichtig. Eigentlich kann ich die auch so setzen, weil das cooler ist. So, die baue ich wieder ab. Und es geht noch da. Und dann muss es ja wieder gesammelt werden. So. Also momentan erstmal nur 4 Koke rein. Die müssen, glaube ich, erstmal ein bisschen reichen. Und man kann die Fabrik halt immer schön nach unten verlängern. Das Problem ist natürlich das hier. Kann ich mir einen Benzinkanister basteln? Darauf warten doch wieder einige Leute. Nein, da brauche ich wieder Kohle. Genau, ich wollte ja eigentlich Kohle ernten gehen. Da unten gibt es zufällig Kohle. Und deswegen gehe ich da mal hin. Und oh, hier unten ist ja gar nichts. Hier sind ja kaum Gegner. Das ist ja schön. Und dann müsste ich aber noch Kohlevorkommen eigentlich finden. Das ist auch ganz wichtig, dass ich mal ein paar Kohlevorkommen überhaupt antreffe. So. Jetzt habe ich 10. Das müsste für einen Benzinkanister reichen. Ich hätte gerne mehr. 2 Benzinkanister mindestens, damit ich diesen Wald da abfackeln kann. So. Also wir brauchen dann mehr Kohlevorkommen, die wir dann ja auch wirklich hier anliefern können. So, schauen wir mal. Flammenwerfer ist ready. Wir gucken nach unten. Sehr schön. Alles wegbrennen. Ja, Vorsicht. Immer schön vorsichtig. Mit einem Flammenwerfer muss man vorsichtig arbeiten. Das weiß jedes Kind. Sonst brennt man sich selbst an. Und schon sind wieder die Benzindinger ausgegangen. Das ist ja beschissen. Ich glaube, ich werde das so machen. Na? Ich brauche mehr Benzin. Und deswegen werde ich einfach sowas hinsetzen. Und während ich sammle. Ah ne, es geht nach oben raus, kann das sein? Ja. So, der hilft mir jetzt ein bisschen. Vielleicht könnte ich ja auch eine Dingsbums machen, eine Holzkiste da vorsetzen. Da wird wenigstens schon mal ein bisschen was gesammelt. Kann ich denn? Holzkiste kann ich bauen. So. Ja, die Episode ist eigentlich schon fast wieder zu Ende. Aber ja, weil es halt nur sinnlose Bauepisoden sind, kann ich schon sagen, ja, ich werde mal 1, 2. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen länger machen, das geht schon. Und jetzt werde ich noch 3 Benzinkanister bauen und dann brenne ich den restlichen Wald auch noch ab. An sich geht es doch einfacher, als ich dachte mit den Flammen, weil ich habe den halt immer nur falsch eingesetzt anscheinend. Ich bin nur damit rumgelaufen, wollte alles töten, aber das ist, glaube ich, nicht so richtig. Das macht man nicht, sowas. So. Hui. Ja. Brenne. Brenne. Es geht auf jeden Fall leichter, als wenn ich jetzt hier alles anfange, per Hand abzumachen. So, dann. Entschuldigung. Muss das ganze Zeug, wird dann ungefähr hier unten dann, ich werde es jetzt einfach mal demonstrierend bauen. Wie gesagt, man kann es später ja noch vergrößern, die ganze Angelegenheit. Und zwar mache ich das einfach so. So. So, dann wird das zusammengeführt. Und dann wird das nach oben getragen. Denn es muss ja auch wieder beladen werden. So, das Problem ist jetzt natürlich, der Zug fällt jetzt hier vorne an. Beladen müsste ich aber hier ungefähr, wo ja
die Haltestelle wäre, außer ich mache hier hinten noch eine Haltestelle. Komm, das ist eine gute Idee. Na, was denn hier los? Also der Zug hält ja eigentlich ungefähr hier an. Das müsste man natürlich dann später nochmal richtig testen. So, dann würde ich nämlich sogar, und das an sich finde ich auch ganz gut, eine Holzkiste, setze ich dann mal hier hin. Ungefähr, ja doch, die müsste hier hin gemacht werden. Dann würde ich nämlich hier umlenken. Nein, warum denn? Was mache ich denn? Das ist ein bisschen fehl gewesen. So werde ich das machen. So. Irgendwie. Also, Moment. Als erstes werde ich jetzt hier ein bisschen verlängern. War ein bisschen kurz, die Verlängerung. Aber habe ich denn... Ja, ich baue mal das. Ich werde jetzt mal einen Anhänger dranhängen, einfach damit ich ungefähr weiß, wo das ist. Und die Folge wird ein bisschen länger. Ich hoffe, da verzieht sich jetzt die Tonspur nicht wieder wie Sau. Ja, es kommt immer noch vor, leider. Wenn ich hier anhalte, dann passt das da. Ansonsten müsste ich dann halt weiter hinten anhalten. Und das Signal wird dann ungefähr, ich weiß es nicht, ich sag mal hier sein. Dann hätte ich zwei Haltestellen. Einmal für den Kohleabholer, der das abholt. Und einmal für die Entlader. Das sind ja die, die entladen. Und das sind die, die abholen. Und das heißt, dass hier beladen werden muss. Und zwar wäre hier eine Kiste. Die wäre ungefähr hier. Und ich hätte aber gern noch eine Kiste. Und zwar hier. Nein, Moment. Doch, die ist doch super hier. Ich weiß noch nicht, ob es funktioniert. Aber ich versuche es dann einfach mal. Ich werde jetzt normale Knickarme machen. Erstmal so und so. Und dann wird das so sein, dass... Ja, ich denke, ich bin die ganze Zeit irgendwie noch am Nachdenken. So, sagen wir so, die Kohle kommt dann hier hin, wird in die Kiste geladen und aus der Kiste wird dann beladen. Das heißt, wenn dieser Zug kommt, der Zug fährt zum Beispiel zur Eisenfabrik, zur Eisenschmelze. Die brauchen ja Kohle. Der Zug wird also dann hier anhalten, wird beladen und fährt weiter. So. Wenn jetzt aber dieser Zug der Kohlelieferer ist, dann hält er ja hier vorne an. So, er hält hier vorne an. Hier wird der Koks, die Kohle wird ausgeladen. Und gleichzeitig, während er hier steht, wird die Kohle, die hier ist, auch ihn befüllen, damit er auch weiterfahren kann und nicht irgendwann stehen bleibt. Wir müssen ja auch leider die Züge befüllen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie mache ich das dann mit den Abholer, der das abholt, das Zeug, der hier. Wo belade ich den? Belade ich ihn dann später in der Schmelze? Ich glaube, ich werde ihn dann später beladen. Und zwar, wenn er dann ausladet, werde ich den dann beladen. So. Soweit, so gut. Das ist jetzt sozusagen das gröbste Modell, was aufgebaut wurde. Und jetzt werde ich jetzt noch ein bisschen Strom verlegen. Und dann ist das Ding auch schon mehr oder weniger einsatzbereit. Ist hier noch ein Stromteil hin? Dann dürfte eigentlich alles... So, und hier oben natürlich noch, ganz klar. So, dann ist das jetzt eigentlich theoretisch alles fertig. Jetzt bräuchte ich noch irgendwo... Ja, das erste Zulieferungsteil. Und ich bräuchte theoretisch noch eine Bahn. Das soll jetzt aber das letzte sein, was ich mache für den Part, denn sonst wird er viel zu lang. Das kennt ihr ja. So, dann werde ich jetzt mal eben hier in die Kiste mal Kohle reinwerfen. Die wird dann hier ausgeliefert. Genau. Ach ja, hier steht ein Herr, ist das nichts eingestellt. Ja, du sollst ja nicht Holzkohle, du sollst Koks machen. Du sollst Koks machen. Koks und auch Koks. Jetzt habe ich mal alles wieder ein. Schmeiße ich hier Kohle rein. Und dann müsste es eigentlich schon funktionieren. Ja, gut. Ich habe hier natürlich noch nichts gemacht zum Abliefern. Und ich sehe gerade, ich habe alles scheiße gebaut. Ach, verdammt. Jetzt kriege ich ja hier gar keine Entladung mehr raus. Da kann ich alles verschieben. Ach, verdammt. Ja,
Das kann passieren. Dadurch geht die Episode jetzt nur etwas länger. So, so. Und so. Das kommt weg. Hier wird sozusagen entladen und auch entladen. Die brauchen natürlich wieder mal Strom. War ja klar. Ich will alle Strom haben. Das gibt's doch gar nicht. Und ich brauche noch zwei Entlader. So. Klick. Und entladen und entladen. Dafür kommt hier noch ein Strom hin. Und hier drüben auch nochmal ein Strom. Denn alles läuft hier nur noch mit Strom. Und warum ist der jetzt da nicht in dem Bereich mit drin? Ach, der auch nicht. Okay, da habe ich jetzt auch was. Ja, okay, passt nicht so ganz. Dann wird das wohl nicht ganz so symmetrisch werden. So. Ist jetzt auch nicht so schlimm. So, die ziehen das dann raus sozusagen, wenn dann mal irgendwas fertig wäre. Deswegen hole ich mir jetzt mal ein bisschen Kohle von da unten. Und was eigentlich theoretisch unser erster Zulieferer werden könnte, eigentlich die Kohle hier unten. Müsste man mal schauen, ob das so funktioniert. So, der ist auch fertig. Daran habe ich jetzt natürlich noch nicht gedacht, wenn ich jetzt hier sowas mache. Das heißt, die brauchen ja beide Strom für hin und zurück. Ah, verdammt. Weil ich habe ja eigentlich so geplant, dass die rein und rausfahren. Ah, nam 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 nam. Oh, nom 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 nom. Ja, da müssen wir uns dann doch ein bisschen was einfallen lassen. Denn das funktioniert so noch nicht ganz. Da müsste noch irgendwas rein. Anhängen. Genau. Ja, und jetzt klauen sie dir natürlich das Holz. Ah, oh, dann machen wir hier einfach einen intelligenten Roboter hin. Der kann natürlich nichts klauen. Ne, einen filternden, genau, einen filternden. Der klaut nur das, was ich ihm sage. Und zwar Kohle. Und du klaust bitte nur Kohle. Danke. Dann kann ich hier nämlich jetzt ganz genüsslich wieder Holz reinmachen. Und dann läuft das hier. Und dann werde ich jetzt... Na gut, aus Spaß werde ich jetzt hier mal Kohle reinmachen. So. So, jetzt wird hier ausgeladen. Wird umgewandelt. Es dauert ein bisschen, weil die brauchen mindestens 10. Genau. Und dann ist natürlich die Frage, wie schnell hier ausgeladen wird, wie viel angeliefert wird und so weiter und so fort. Das ist natürlich so eine Sache. Da müssen wir, glaube ich, schauen, einfach, dass wir hier noch schnelle Knickarme machen und so weiter. Aber es scheint auch so schon zu funktionieren. Und wenn das dann fertig ist, dann wird hier dieses Teil wieder entladen irgendwann mal. Und zwar jetzt. So, die entladen das dann. Das kommt dann hier runter und wird dann hier oben, also ich bin ja jetzt, theoretisch ist das ja der Zug hier. Der ist ja hier, der steht ungefähr hier. Genau. Und der müsste dann jetzt hier irgendwann mal beladen werden. Und zwar jetzt wird er beladen und kann dadurch einfach länger fahren. Ja, coole Sache. Jetzt brauchen wir bloß noch Züge, die das auch tatsächlich so in der Hinsicht machen. Und was ich jetzt auch noch machen wollte, ist einen Personenzug. So, das ist der Ferdinand Square. Den kann ich sogar anklicken, krass. Ferdinand Square plus, machen wir mal eine Minute Haltezeit, obwohl eine Minute ist zu lang. Ich mache mal eine halbe Minute. Und dann, ja, jetzt müsste ich wissen, Station hinzufügen. Was ist denn das? Was war denn da ganz unten? Unsere erste Station. Das ist, glaube ich, war das die Mind-Station? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ja, jetzt, wir können sowieso gerade nirgendwo hin. Ui, ist knapp. Da wird natürlich jetzt schon der Zug schön angefahren. So. Dann wollte ich jetzt eigentlich mal schauen, ob ich mit dem Zug, ob ich den schon starten lassen könnte als Personenzug.
Wobei natürlich dann Signale fehlen. Gut, dann machen wir das einfach im nächsten Part, weil 40 Minuten ist jetzt schon etwas viel und etwas übertrieben. Aber so soll das ungefähr sein. Das ist jetzt so die erste kleine Fabrik. Die baut das dann alles ab. Das wird dann auch vergrößert und verlängert und so weiter. Und dann brauchen wir noch Zulieferer und so. Das schaffen wir aber auch alles. Und ja, dann würde ich sagen, ich war der Tenchi von Sulps Kanal und wir sehen uns am nächsten Part von Vectorio. Bis dann. Tschüssi.